Liebe Freunde, ein herzliches Hallo. Schön, dass ihr reingeschaltet habt bei einer weiteren Reingespielt-Episode hier auf unserem Nerdwelten-YouTube-Kanal. Ich möchte mich heute ein bisschen selbst kasteien, indem ich euch mal die C64-Version von Street Fighter 2 zeige. Diese Version hatte ich damals und das habe ich auch. Ich hätte jetzt fast gesagt, das habe ich auch gern gespielt, aber das wäre gelogen. Also ich fand Street Fighter natürlich großartig und wir haben das bei meinem Freund Christoph und bei Stefan, seinem Bruder, regelmäßig auf dem Super Nintendo gespielt. Spielhalle, wisst ihr selber, war damals schwierig in Deutschland ranzukommen, vielleicht irgendwann mal in Italien im Strandurlaub. Und die einzige Möglichkeit, dann wirklich Street Fighter spielen zu können, war, wenn du das, also für mich zu Hause, war dann eben die C64-Version. Und das war wirklich das letzte Spiel, das ich für den C64 damals auch bekommen habe. Ah, Legend Street Fighter 2 Plus. Oh, ich bin gespannt. Ja, ich habe gewusst, das kann nicht so eine tolle Version sein, weil zum einen C64 mit dem Competition Pro, den hatte ich damals auch. Da, so, wie geht's los? Cursor Keys Return. Okay, so. Da hast du einfach nicht die 6 Buttons, die das Spiel einfach braucht. In der, oh Gott, in der Super Nintendo Version, in der Spielhallenversion. Das ist noch das Ur-Street Fighter, 1991 in der Spielhalle rausgekommen, 92 dann für Super Nintendo und da gab es viele wilde verschiedene weiteren Versionen. Die Championship Edition hat dann auch ihren Weg aufs Mega Drive gefunden, wo man dann auch die 4 Boss-Charaktere spielen konnte und mit gleichen Charakteren gegeneinander spielen konnte. Spiel ist ja von Capcom, die Portierungen auch. Die Heimcomputer-Versionen, die ist von US Gold. Und US Gold, da weiß man eigentlich gleich, was die Stunde geschlagen hat, wenn man das liest. Es gab auch eine Amiga-Version, die war auch nicht so das Gelbe vom Ei. Sah zwar toll aus in den Screenshots, aber hat, meine ich, in der Powerplay auch nur 18% eingefahren. Das will man erstmal schaffen. Und die C64-Version, die hatte ich damals, wie gesagt, auch. Die habe ich, ja, wie gesagt, ich hatte sie halt, deswegen habe ich sie gespielt. Nicht sonderlich viel. Mich haben die Ladezeiten damals immer sehr abgestreckt. Deswegen, ihr habt es inzwischen wahrscheinlich gemerkt, zeige ich euch das jetzt so auch. Also ich fange jetzt nicht mitten im Spiel an. Das mache ich ja sonst bei den Reingespielt-Folgen gerne, dass man da nicht so lange warten muss. Wir lauschen die Musik auch kurz. Sondern hier sollt ihr wirklich miterleben, wie lange dauert es, um das Spiel wirklich zu starten, um mal loslegen zu können. Und ich habe diese Version, also ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich habe die wirklich, keine Ahnung, 20 Jahre nicht gespielt. Das ist jetzt eine kleine Premiere mal wieder. Wir spielen, oh Gott. Da sind sie alle. Ryus dabei, Honda, Blanka, Guile, Dalsim, Zangief, Chun-Li und Ken. Wir spielen mal klassisch mit Ryu. Also die Weltkarte ist mit dabei, so ist schon mal alles da. Oh, wir können auch Infos sehen. Ich will Infos sehen. Das ist ja schön, also das ist nett. Shoulder Throw, Back Roll, Fireball, Dragon Punch, Hurricane Kick. Ist alles da? Das machen wir doch mal. Das Flugzeug fliegt und jetzt wird wieder geladen. Ihr könnt mir gerne in den Kommentaren schreiben, welche Version von Street Fighter 2 eure liebste war. Und ich gehe davon aus, es wird die Super Nintendo Version gewesen sein. Bei den Nerdwelten ist Street Fighter ja relativ hoch im Kurs. Sowohl der Ben als auch ich haben das immer sehr gerne gespielt. Ich bin immer noch großer Fan der Reihe, allerdings nicht so, dass ich sie jetzt noch weiter verfolgen würde. Es ist ja aktuell gerade Street Fighter 6 angekündigt worden. Ich habe den 4. Teil noch gespielt, da habe ich, glaube ich, auch 2 Ableger hier rumfliegen für meine Xbox 360 damals noch. Ja, aber da ich als Konsole nur die Switch habe, oh Gott, es geht los, schaut es euch an. Kleiner Bildschirm, kann ich steuern? Ja, ich kann steuern. Okay, kann ich was machen? Ich möchte einen Dragon, hallo? Feuerball. Oh, oh, oh. Hab ich getroffen? Oh Gott. Also es schaut jetzt nicht nur, es schaut nicht nur grauenhaft aus, ihr müsst euch auch vorstellen, es ist auch wirklich beschissen zu steuern. Ich habe niemals die Bewegung für den Hurricane Kick gemacht. Im Leben nicht. So, ich versuche jetzt die ganze Zeit verzweifelt, ihr merkt's. Das ist einfach nach schräg vorne. Ich habe einfach nach schräg vorne gedrückt und einen Feuerknopf und dann hat er den Hurricane Kick gemacht. Ich versuche die ganze Zeit verzweifelt einen Feuerball zu machen. Wie lange fliegst du denn?
Es ist alles da. Es ist die Stage. Es ist die E-Honda Japan Sumo im Badehouse Stage. Es gibt keinerlei Scrolling. Das sieht man hier auch. Wir haben hier in einem gestreckten... Oh, ich habe schon gewonnen. Im gestreckten Bildschirm die komplette Stage. Und es läuft halt natürlich auch nicht die Musik aus dieser Stage, die man sonst damit verbinden würde. Es läuft immer noch die Menümusik. Und das läuft halt auch so durch. Man erkennt eigentlich kaum eine Figur als sich selber. Ich meine ja sogar, ich hätte Ken nehmen sollen. Ich glaube, Ken hat auch schwarze Haare. Wieso tritt er denn jetzt? Oh, das ist... Oh, es macht mäßig Spaß. Es ist halt einfach so schade, weil ich meine, klar, du weißt, es ist C64-Version von Street Fighter, dass sie nicht so aussehen kann und sich nicht so steuern lassen kann. Das ist ja sonnenklar. Ich meine, das erwartet man auch nicht. Aber es ist halt einfach der reine Cash-Grab. Das ist nicht irgendwie, wir versuchen hier das Spiel... Oh, da war der Feuerball. Schön, der dreht sich nicht mal automatisch, so wie er sich drehen soll. Das war nicht mal der Versuch, wir machen das Beste draus, was geht, sondern wir rotzen halt einfach irgendwas hin. Hat sich jetzt aufgehängt? Nein. Wir rotzen einfach irgendwas hin. Ist Street Fighter, die Leute werden es schon kaufen. Perfekt. Naja, ich habe eigentlich keinerlei Skill an den Tag gelegt jetzt. Im Zweispielermodus habe ich es damals gar nicht gespielt in dieser C64-Version. Ja, natürlich machen wir weiter. Das ist ja auch nett, dass ich mir aussuchen kann, ob ich jetzt den Gegner nochmal bekämpfen will oder weitermachen will. Da hatte ich auch keinerlei Erinnerung mehr dran. Ich hatte allerdings im Gedächtnis, dass die Ladezeit länger ist. Ich habe jetzt natürlich, läuft es über einen Emulator, ist klar. Ich habe aber die normale Systemeinstellung drin auf 100%. Also da sind keine Turbos oder irgendwas zusätzlich mit drinnen. Das ist ja noch einigermaßen human, möchte ich sagen. Klar, wenn jetzt jemand guckt, der halb so alt ist wie ich, der denkt sich, Alter, wie lange lädt das denn? Was ist das denn für ein Land? Ist das Brasilien? Der leckt mich fett. Okay. Das kann man bestimmt auch einfach unter der Rubrik Kuriosum abspeichern, diese Version. Aber es ist interessanter, oder? Ich meine, klar, ich hätte euch die Super Nintendo Version zeigen können, aber die kannst du überall anders auch sehen. Die kennt auch bestimmt jeder von euch. Ich wäre mal ein bisschen wehmütig, weil das ist, hab ich schon gesagt, das ist das letzte Spiel, das den Weg in meine C64-Sammlung gefunden hat. Und kurz danach ist der C64 bei mir dann auch aussortiert worden. Da war dann schon klar, okay, die Zeit ist einfach vorbei, jetzt kommt der PC, jetzt kommt ein neues Zeitalter. Jahre später habe ich meinen C64 dann wieder zurückgeholt. Der stand dann auch lange Zeit noch bei mir im Zimmer und ich habe dann auch oft mit Freunden noch gespielt. Regelmäßig abends, bevor wir Freitagabends weggefahren sind, also bevor wir in die Stadt gefahren sind, zum Party machen. Und der Bus ist immer um 21.20 Uhr gefahren. Das heißt, ich habe mich dann halt abends fertig gemacht. Oh, es betäubt, das gibt's auch, cool. Habe ich dann abends fertig gemacht. Und wenn ich dann Zeit hatte, und natürlich hatte ich die, das habe ich mir so eingerichtet, dann habe ich da immer noch so eine Dreiviertelstunde oder Stunde manchmal auch C64-Spiele gespielt. Street Fighter war nicht dabei, auf gar keinen Fall, das war schon wieder, okay. Und später, als meine Eltern einen neuen PC gekauft haben, ich glaube, das war dann der Pentium, dann habe ich den 486er bekommen. Und dann konnte ich, bevor ich abends am Freitag in die Stadt gefahren bin, Solitär spielen. Ach, das war halt der Knüller. Solitär, habe ich gute Erinnerungen. Ich meine, wir alle haben diese Minispielchen damals gespielt, die auf dem PC mit dabei waren, ob es jetzt Solitär war oder Minesweeper. Auch eins der wenigen Spiele, die mein Vater damals gespielt hat. Das hat er mir auch erklärt, Minesweeper, sonst wäre ich damals nicht durchgestiegen. Und es wird ja oft auf Facebook oder auf Twitter kokettiert, dass die Leute nicht durch Minesweeper durchsteigen. Kann natürlich auch ein Gag einfach sein, aber das hat mich immer ein bisschen gewundert. Ich fand es dann gar nicht so kompliziert. Habe jetzt zur Stage nicht gesagt. Amazonas ist halt grün im Hintergrund. Die Schlange erkennt man überhaupt nicht, die sich eigentlich hier um den Baum windet. Natürlich ist nichts animiert, es sind Standbilder, was erwarten wir? Und immer die gleiche Musik. Das ist halt ein echter Downer, weil Street Fighter lebt natürlich von der Musik. Wir haben hier zwei Tracks mit drauf. Ich glaube, der Abspann hat nochmal eine eigene Musik. Das ist schon schade. Zurück zu den 386er. Oh, zu den 386er Spielen, die ich damals so gespielt habe. Dann gab es ja noch
Windows Flipper, der war auch super. Wie hieß denn der? Space Cadet? Ah, das war auch toll, oder? Gute Versionen, auf jeden Fall. Spaß. Wollt ihr mal sehen, wie ich hier spiele überhaupt die ganze Zeit? Soll ich das mal irgendwie ein bisschen mit einblenden? Ab und zu ist natürlich auch Ruckler mit drin. Okay, damit kann ich leben. Ah, es ist halt diese Animation, der stehende Schlag eingesprungen hier. Das ist ja auch was, was Rio sonst niemals macht in der Super Nintendo Version. Da fehlen halt einfach ganze Animationsphasen. Da will man jetzt nicht motzen eigentlich, okay? Es ist die C64 Version. Das würde ich dem Spiel nicht mehr vorwerfen. Aber das ist einfach ein Spiel, da muss man sich im Vorhinein doch im Vorfeld schon überlegen. Leute, habe ich jetzt nochmal gemacht? Ach, bin ich blöd. Da muss man sich im Vorfeld doch überlegen, das ist vielleicht mal nicht die beste Idee. Das müssen wir nicht unbedingt umsetzen. Gut, dann kriegen wir halt das Street Fighter Geld jetzt nicht unbedingt. Was soll's. Aber hat man leider nicht gemacht. Perfekt. So, bin ich jetzt fertig? Habe ich meine Runde verloren? Habe ich jetzt erst zweimal gewonnen? Also ich, vor lauter Geschmarre habe ich jetzt leider schon komplett, fehlt komplett der Überblick. So, ich möchte jetzt den nächsten Gegner bitte. Play again habe ich gedrückt, gell? Wir wollen aber weiter. Fight next Challenger. Ich trinke nochmal einen Schluck von meiner Spezi. Ist Spitze, nicht das Original. Also Cola Mix, Verzeihung, keine Schleichwerbung, kein Sponsoring. Ich werde das jetzt aber nicht durchspielen. Das kann ich mir nicht antun und das verlange ich von euch auch nicht, dass wir das bis zum Ende hier mit mir durchsteht. Aber ein... Oh, kommt jetzt geil oder kommt Ken? Es kommt geil. Schauen wir uns noch an. Eine super Stage, die super tolle Musik auf dem Super Nintendo mit dem knackigen Bass. Super Nintendo Version für mich die beste Version vom Spiel vielleicht auch, aber vor allem die beste Musik, beste Musikumsetzung. Hat einen genialen Sound. Falls wir da irgendwann mal eine Nerdwelten-Folge machen oder wenn dieses Video rauskommt, vielleicht gibt es ja schon eine. Dann würden wir da sicherlich auch ausführlich über die Musik sprechen. Die würde ich mir ja anhören, diese Folge. Wenn es hinter mir poltert, dann ist es Luna, der Hund, die sich gerade irgendwo hinter meinen Greenscreen geworfen hat. AJ guckt aus dem Fenster. Oh Gott, geil, schaut halt auch aus, als hätte er einen Schaden irgendwo in der Wirbelsäule. Also man erkennt die Charaktere, wenn man weiß, wer es ist, ne? Also er hat schon seine Animationen, seine Bewegungen, seine Haltungen, die man kennt, die man mag. Und Sonic Boom würde ich jetzt gerne mal sehen. Hören würde ich ihn natürlich nicht. Ich habe die Schultern die ganze Zeit hier oben, weil das Ding so bescheuert ist zu halten. Das war ja bei dieser Stage auch so in den verschiedenen Versionen. Hat sich die Tageszeit, meine ich, geändert hier beim Chat. Also Tag, Abend. Ist das so? Bilde ich mir das ein? Street Fighter Turbo dann, dass ich Abendrot dann sehen konnte bei Super Street Fighter 2. Aber die Musik ist halt, ne? Wenn halt immer die gleiche Menümusik kommt, das nervt halt schon schnell. Oh, Sonic Boom. Der war beeindruckend. Mich würde jetzt schon auch... Ich weiß nicht, ob ich das damals durchgespielt habe. Wenn ich das jetzt so sehe, würde ich sagen, wenn ich es nicht durchgespielt habe, lag es nicht an meinen Fähigkeiten, die zu schlecht gewesen wären, sondern einfach, weil mir die Musse gefehlt hat, das wirklich bis zum Ende durchzustehen. Also, ne? Spaßig ist anders. Mag es sein, wenn man jünger gewesen wäre noch und keine andere Version von Street Fighter zugänglich gehabt hätte. Wie gesagt, ich hatte halt Freunde mit dem Super Nintendo, aber trotzdem, das ist ja nicht mal... Ich weiß gar nicht, wie man das vergleichen soll. Gehst halt nicht am Sonntag zu Oma zum Essen und kriegst drei Gänge-Menü aufgefahren, sondern bekommst stattdessen hier das Butterbrot. Ne? So ungefähr kann man das vielleicht vergleichen. Und wir sind wieder... Ah, jetzt kommt Ken. Ken will ich unbedingt noch sehen, weil ich bilde mir ein, Ken hat jetzt schwarze Haare. Und da ich ja eigentlich... Ich spiele gern mit Ken und Ryu über das ganze Balancing, würde man bestimmt in der entsprechenden Nordwelten-Episode auch ausführlich sprechen.
dass dass Kenzo ein bisschen die Alternative war zu, wir können nicht die gleiche Figur auswählen, deswegen haben wir zwei sehr ähnliche Figuren. Mit ihrem schönen, schicken Karate-Gi, der eine weiß, der andere rot und der eine eben dunkelhaarig und der andere blond. Und hier bin ich jetzt gespannt, ob ich mich da richtig erinnere oder ob mein Gedächtnis mir einen Strich durch die Rechnung macht. Erfahrt es mit mir live. Meine Güte, die Spannung ist zum Zerreißen. Okay, ich bin bereit und er ist schwarzhaarig. Und es ist halt einfach 1:1 die gleiche Figur, nur eben mit einem Rot. Sie haben beide, oh Gott. Diese Stage ist einem Film mit, oh Gott, ist Charles Bronson nachempfunden. Auf Deutsch hieß der ein stahlharter Mann. Und da geht es, glaube ich, auch so ein bisschen um Straßenkämpferei. Im Japanischen hieß der halt The Street Fighter. Und da gibt es auch eine Szene, in der an einem Hafen gekämpft wird. Auch mit einem Schiff wie diesem im Hintergrund. Später gibt es dann noch eine Stage, die schaut mit einem Maschendrahtzaun nach Industrie aus, wie die Zangief Stage. Und es ist wirklich, wenn ihr euch Bilder anschaut aus diesem Film, dann ist das nahezu das gleiche Schiff, auch statt einem klassischen Fender mit diesem Outdoor-Reifen. Ich hoffe, man hört das Klicken. Dieses wüste Klicken, das ich die ganze Zeit mache. Das ist wirklich reines Button-Mashing. Sehr oft eine bewährte Methode in diesen Spielen, aber hier kommst du kommst in, war das eine Wurfanimation? Hat er jetzt den Wurf angesetzt und nicht hinbekommen? Habe ich das richtig gesehen? Oh Gott. Ja, mal vom Gegner weg. Das ist halt auch mit dem zum Gegner drehen, vom Gegner wegdrehen. Es fühlt sich halt einfach echt, es fühlt sich nicht an wie gewollt und nicht gekonnt. Es fühlt sich wie nicht gewollt und nicht gekonnt an. Ach Gott, ja. Man erkennt alles, aber es ist mehr ein nettes, du kennst das Spiel, du erkennst alles wieder, als würdest diese Version von dir verlangen. Hier, du weißt doch, wie das ausschaut, wir rotzen dir irgendwas hin, was ungefähr in die Richtung geht. Reim dir selber zusammen, wie das auszusehen hat. Ach, wenn es mich halt nicht interessieren würde, wie die anderen Stages noch so aussehen. Oh Gott, und dann später die schillernde Las Vegas Stage von Balrog. Oh, ich bin verleitet. Aber es sind halt auch noch drei Gegner. Chun-Li in China, auch eine schöne Stage mit dem Marktplatz im Hintergrund, mit den Hühnern. Auch so schöne Musik. Ja, die können wir hier natürlich nicht erwarten. Er müht sich ab. Aber ich bin jetzt doch angetan, dass ich mich mit den Ladezeiten da vielleicht ein bisschen verschätzt habe. Ich dachte wirklich, das lädt unfassbar lange. Da hatte ich echt eine schlechte Erinnerung dran. Mag sein, dass ich dem Spiel da Unrecht getan habe. Vielleicht auch in der zugehörigen Audio-Nordwelten-Episode. Aber Spannung steigt. Chun-Li. Oje. Na, man erkennt, wo es herkommt, man erkennt, was es sein will. Aber sie fällt halt auch unglaublich langsam. Schaut ein bisschen aus wie Evelyn aus Masters of the Universe. Hat die überhaupt was an? Uiuiuiui. Okay, perfekt. Das macht Spaß. Okay, ich denke, wir haben jetzt verstanden, worum es so ungefähr geht. Die Street Fighter 2 Version für den C64 ist absolut nicht das Gelbe vom Ei. Ich würde das eher so als Kuriosum in meiner Spieleerfahrung abspeichern. Ich habe mich damals schon gefreut, dass ich das bekommen habe. Von, keine Ahnung, Magic Mystical plötzlich in meiner Box aufgetaucht. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das nach der Schule dann mit zu meinen Großeltern genommen habe. Mein Großvater hatte auch einen C64. Und dann habe ich das da ein bisschen gespielt. Bei meinem Onkel ist es dann auch in der CD-Box, in der Diskettenbox gelandet. Mein Onkel hat damals bei meinen Großeltern noch gelebt. Wir haben das aber nie zu zweit gespielt. Ich weiß nicht, ob ich es ihm mal gezeigt habe und ob er dann auch Nase gerümpft hat. Wir haben ja zusammen gerne Double Dragon gespielt. Auch jetzt von Melbourne House, die Double Dragon Version. Auch jetzt nicht
die unfassbar tolle Umsetzung, aber es war halt einfach eine Version, die wir gespielt haben, die wir hatten und das hat Spaß gemacht. Deswegen, mich würde es wirklich interessieren, ob von euch jemand mit dabei ist, der nur diese C64-Version hatte und, deswegen dieses gerade, der vielleicht auch Spaß damit hatte. Da würde ich mich generell über eure Meinung freuen. Also das schreibt ihr gerne in die Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr auf www.nerdwelten-podcast mal vorbeischaut. Da sind auch mal ganz tolle Episoden mit dabei und da sprechen wir bestimmt auch irgendwann mal über Street Fighter. Aber ich denke, mit diesem kleinen Reingespielt machen wir jetzt mal Schluss. 20 Minuten, gut, kleines bisschen mehr. Das sollte reichen, um einen Überblick zu bekommen, um festzustellen, Street Fighter 2 für den C64? Ja, eher nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen und hören uns hier an dieser Stelle bald mal wieder. Ich sage, ciao bis bald, euer Hardy.